Ich dachte, das wäre Eifel, weil die auch so einen scheiß Kürbiskopf hat. Ja, ich wollte gerade. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge H1Z1 Battle Royale. Mit dabei Freshwise, MG muss mit, Bayerwald und Eifel. Hallo, ich flieg zum Willendorf. Oh shit, und okay, das muss eine Gewinnerrunde sein. Mein Charakter steht still wieder. Also ich habe keine Bewegungsanimation. Ich lande hier oben. Ah, da ist ein Häuschen. Ich lande bei dem Häuschen da hinten. Ah, das Willendorf oder was? Ja, da will ich landen, genau. Also D9. Ja, ja. Ja, da komme ich nicht hin. Ja, super. Da bin ich zu weit weg. Ich auch nicht. Aber da unten ist ein Häuschen, das gucke ich mir mal an. Also wirklich hin komme ich auch nicht. Ich bin aber jetzt gleich da. Ja. Ja. Das sieht so heftig aus. Bob. Super, ich hab ne AR, aber nix, kein Moon. Scheiß Animation. Alter, wie wenig Leute sind es diesmal? 9. Ich kann 50. Schon wieder nicht hüpfen. Okay, ja, Mieser. Ich schon, aber ich hab nur 51%, ich muss mich mal heilen. Ja, du bist ja auch voll in den Funkturm reingekracht. Ja, ich bin im Funkturm hängen geblieben, ne? Muss ja, man auch erstmal schaffen, ne? Ja, schafft ja. Nur Bayer. Ich hab ne AR, aber keinen Schuss dazu. Oh, ich hab ne AK. PZ. Dann guck mal nach, vielleicht liegt die AR-Munition irgendwo im Boden drin, ne? Oh, ein Helm, ja. Rucksack, perfekt. Pistole noch für Notfall. Ne, nix da. Also das Häuschen war ein Glücksgriff. So, also du bist jetzt E9, ich hab ne AK. Ich bin D9, ja. D9, ja. D7. Dora. Dora bin ich. Dora. Südlich von dir wahrscheinlich, wenn du D7 bist. Gut, dann müssen wir ich bin D8. Südlich, ja, da müssen wir nach Süden. Ich muss südwestlich. Ich bin gleich tot. Nee, voll abgefangen. Bayer, also, komm runter. Wo bist du runter? Einfach ja, gerade wahrscheinlich. Zum Glück ist hier so eine Nebelsuppe. Kann man nicht so weit gucken. Durch das Runterfallen bin ich jetzt schon D8. Geil. Das geht. Du musst auch abbremsen. Ach, ihr seid im Berg oben. Ja, gerade runtergerutscht. Ja, wahrscheinlich eher den Berg runter, ne? Nicht den Berg oben. Ja, runter, ja. Ja, komm, Mubaya. Au. Scheiß dir nicht ins Hemd. Ja, guck dir die Folge an. Nee. Latze, ja, musst du bei mir gucken, wie das bei mir aussieht. Wo bist du? Müsste jetzt so. Unterhalb irgendwo von dir sein. Ich guck mal. Ja, Alter, voll wenig Leute. Da bist du irgendwie. Jetzt bin ich hinter dir. Ja. Voll wenig Leute. 47 stehen, ne? Jetzt schon nur. Ja. Aber wenn man sagt, wie wir gestartet sind, waren es nur 60. Na. Ja. Oh, da ist ein Doppelstöckler. Da sind welche ausgestiegen, die haben scheinbar Verbindungsprobleme. Ja, gut. Ist nicht unser Bier. Ja. Richtig. Ja. Gut für uns. Solange wir die nicht haben. Stell dir mal vor, du bist am Gewinnen und hast die letzten zwei und die arme Sau Disconnect. Oh, ja. Das ist kacke. Ich hatte schon mal als Vierter ein. Oh. Ist halt mies, ja. Ne, aber passiert, meine Güte. So, hier ja, ist da fliegen immer mehr raus. Ja, ja vielleicht ja, liefen die auch, weil seine Kollegen raus sind oder so. Vielleicht hat auch wirklich gerade irgendwie das Ganze ein Problem, weil ich auch eben diesen stehenden Charakter habe. Ja, kann gut möglich sein, also ausgeschlossen ist nichts. Ich traue mich dann nicht, aber das Video hochzuladen, sonst behauptet jemand, ich cheate. Gehst du hier links oder was? Ja, ich, wenn zu dem ich Haus. Beim Zaun ja, da ganz vorne, da ganz vorne. Ich bin in der Villa, da steht die Tür ja, offen. Wahrscheinlich ich war ich in der Villa schon. Wenn es ja, die gelbe Villa ist, dann war ich da schon. Die ist gelb, ja. Dann war ich da schon. Geh dann rechts die Häuser, geh dann rechts die Häuser. Rechts die Häuser? Ja, weil Alfie und ich gehen links. Okay. Ist mal überhaupt nichts. Ja, müssen wir mal gucken, wir sind ja immer noch D8. Ich bin D9 jetzt. Ein bisschen mehr nach Süden, gell? Ja, boah, komm, ich laufe ja schon die ganze Zeit nach Süden. Komm hier schon wieder nicht über das Mäuerchen. Wahnsinn. Da frag mal Alfie, der kommt gerade nirgendwo. Wenn du runterkommst. Ne, links. Links, wenn du runterkommst. Okay. Ah, in den Doppelstöckler zum Bleistift. Zum Bleistift. Ja. Guck mal, vielleicht liegt da AR-Muni. Da läuft jemand. Nee, aber ein AK liegt ich laufe auf der Straße. Ach so. Okay. Oder doch rechts? Doch rechts, meinte ich. Aber egal. Ich meine, ein bisschen was. Hier steht zumindest die Tür schon offen. Weil ich höre meine Schritte nicht. Somit höre ich nur die Schritte aller anderen. Ja, aber die anderen hören deine Schritte, was ein bisschen blöd ist. D9! Oh. Habe ich schon einen Helm auf? Das ist nur die Frage, wo ihr seid. Ja, in einem der Häuser, das gibt's ja genug. Was sind Häuser? Was ist eine Villa? So eine gelbe. In der gelben Villa waren wir schon.
von da rechts ist, sind noch ein bisschen was frei. MG hat er gerade das angefangen. Hier ist generell fast kein Loot. Keine Ahnung. Ach, boah, da überall unten steht schon eine Tür offen. Ja, Tür offen steht eigentlich immer am Anfang. Okay. Nehmen wir den Doppelstöckler hier. Ja, mach mal. Ich war unten einer von euch gegenüber von der großen Welt. Ja, da war ich. Mir kommt so vor, wie dass irgendjemand hier schon beim Looten die Safe Zone ist übrigens da. Wir sollten hier fertig looten und dann hier weg. Naja, ich habe eine AK, ich bin glücklich. Bisschen ja, mehr ich nehme mir noch dieses graue Haus mit, dann. Ich hab zwar eine AK, aber kein Booty dafür. Aber wir ein Auto? Noch nicht, das ist das Problem. Schade. Die standen eigentlich immer die Straße höher. Ja. Eigentlich. Ich guck gleich mal, ob ich noch was finde. Ist ja auch noch sowas wie eine Tankstelle. Ah, ne, ah, ja. Perfekt. Ja, dann renne ich schon mal bis zur Tankstelle. So. Da ist nix. Ich renne unten auf der Straße rum, nicht auf mich schießen. Ja, danke. Ich seh dich. Bin hinter dir. Ich komme jetzt auch in eure Richtung. Was, du bist hinter mir? Ja, so ein bisschen hinter dir. Ach so. 20 Meter oder so. Bist du noch hier irgendwo, oder was? Ich bin hier in dem doppelstöckligen Haus. Dann kommen sie zu, ich laufe. Ich bin genau hinter dir. Komm gerade runter. Wo seid ihr denn? Richtung Süd-Südosten erstmal und gucken, ob hier ein Auto steht. Ach, da vorne ist gleich oben bei der Tankstelle. Guck du links, ich guck rechts. So, ich gehe hinten rein. Ich sehe ja gleich vorne hier im Eck ab. Steht kein Auto rechts. Es ist aber niemand hier, okay, weil der Wohnwagen ist auch nicht offen. Schrotze. Ich brauche alle irgendwas. Ich gehe direkt ein Stück weiter. Die ja, Straße hier, Richtung, hier Westen. Rucksack, wenn's Richtung Westen. Richtung Westen. Vielleicht kriege ich noch ein Pickup. Ja, Tank ist der Westen. Rucksack? Ich schau mal im Osten. Ja. Oh, hier ist noch eine Schrotze. Ich lass mal liegen. Ja, nimm's mit. Nimm mit. Einfach mitnehmen, okay. Ja, weil ich brauche noch eine Zeit, bis ich oben bin. Ich kann die aber nicht mitnehmen. Kein Platz, dann musst du sie liegen lassen. Hier ist, warte mal. Ein Molly. Nein, kein Auto im Osten, keins. Hier ist noch ein Helm. Pistole, wenn es wäre. Ich komme jetzt mal den Berg hier hoch. So, okay. Also Rucksäcke liegen hier en masse noch. Ja. Hallo. Die rutscht hier rum, die Alte. Soll der Scheiß. So, wo rennen wir hin? Ich renn Richtung Atommüll-Endlager. Das ist ja, das wo? Können wir auch mal machen, Richtung Atommüll. Im Westen. 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 Okay. Ist jetzt noch irgendwo was? Guck gerade, ob hier noch irgendwas schwierig. Ja, Tag. Da drüben in den Häusern? Pistole mit Munition. Ich renn Richtung Atommüll-Endlager. Richtung Westen laufen. Ja. Laufen. Deswegen renne ich Richtung Atommüll-Endlager. Das ist zwar ganz Eier, unten, aber dann ist man relativ schnell safe. Also ja, das hält man aus mit dem Gas. Schuss für die AR. Jetzt hast du keinen Schuss für die AR. Weil da keiner da war. Super. Kann dir 30 Schuss abgeben, wenn du willst. Aber das wäre praktisch, ja. Weil dann haben wir beide ein volles Magazin. Warte. Ja. Ich kann die AR keine abgeben, weil ich AK hab. Vielleicht ja, oben beim Wasserturm noch was. Ich hoffe, das ist eine, oder? Ja, ja. Geh mal hoch zum Wasserturm. Am Wasserturm könnte was sein, genau, ja. Zumindest eine volle. Da zumindest gucken. Ja, ist auch selten, dass man mehr als ein Magazin verschießt. Ja. Bei uns zumindest so. Ändere einen Kürbishelm auf. Eifel. Kann ich dir so sagen, weil ich nicht in der Nähe bin und den nicht aufhab und ihr habt den nicht. Hier ist eine Kiste. Also ein Rucksack liegt auf jeden Fall noch. Ja, aber mehr schon wieder nicht. Okay, dann. Gott sei Dank fette Bildschirme. Richtig, richtig, keine Ahnung. Lame. Muss man einfach sagen. Also weg hier. D9. Weg hier, rentiert sich nicht. D8 müssen wir, also wir müssen eigentlich wieder zurück, gell? Nee, von da könnt ihr gleich auch hoch. Wir laufen mal auf jeden Fall auf die Richtung Westen einmal. Von dort können wir dann eh relativ schnell hoch, weil bis die Safe Zone, bis das Gas einmal dort ist, dauert es eh ewig, weil das. Schnelle Gas kommt ja erstmal von oben runter und unten zieht sich's relativ lang. Ist echt kein Auto. Ne? Letzte Chance am Dings. Also wir laufen mal westlich auf Höhe D9. Einfach mir fällt ein. Ja, dann müsste doch oben noch dieses große Teil sein. Da ist rechts übrigens den Wohnwagen von uns. Aber willst du den mitnehmen? Ja sicher, Bayerwald hat ja noch nicht so viel. Kann man eigentlich so. Stimmt. Ihr solltet langsam aber auch Richtung Safe Zone, ne? Ja, wir sind ja relativ schnell auf D8, also. Ja, die sind alle dazu, das ist gut. Hier sind Schuhe und ein First Aid Kit liegt hier draußen. Hier ist ein Helm. First Aid Kit. Nehme ich mit. Ja. Ah, hier ist ein Schotti.
Super. Hier ist ein Helm, ein normaler, aber der ist witzlos. So, ich gehe hier in die Buchte rein. Hier ist ein Helm, eine Pistole, ein Rucksack, zwei Pistols sogar. Also Fresh, wir könnten uns Hemingway Truckstop dann treffen. Ja, ich bin gerade am Atommüllendlager. Okay, hast ein Auto gefunden? Ja, da steht ein Pickup. Da steht ein Pickup. Ja, geil. Okay, dann laufen wir nordwestlich. Okay. Zu C8. Und da müsste dann der Hemingway Truckstop sein und dort treffen wir uns einfach. So, Bayer, renn ein Stück vor. Ein bisschen versetzen hier die ganze Sache. Muss hier nur noch hier rausfahren. Ah, hier steht sogar noch einer. Dann haben wir ein bisschen Sprit sogar noch, das passt. Ich verstehe nicht, warum immer ich diesen Bug habe. Was? Das sieht an meinem Kürbishelm. Dass ich mich nicht bewegen kann. Ich habe mich ja vorhin in der... Mein verkehrt Standbild bei mir. Wo seid ihr gerade? Ach so. D9. Wir rennen querfeld ein. Bei den Stromleitungen. Ich konnte mich ja vorhin gar nicht rühren. Stand einfach mal so auf der Straße rum. Seid ihr schon an diesem Truckstop vorbei? Nö. Ich meine, nicht am Truckstop, am Wakehill's Hamlet, oder seid ihr da gar nicht lang gelaufen? Nö, das sind wir gar nicht lang. Okay. Ach Gott, wie gesagt, wir sind jetzt bei den Stromleitungen hier. Ja. Laufen wir sicherheitshalber hier, weil ganz offenes Gelände will ich dann auch nicht. Ja. Schön, von oben ist der Berg und so weiter, und das ist dann auch. Es ist geil mit einer Rifle auf dem Berg. Ah, Fresh, du bist. Fahr einfach nur nördlich. Ich seh deinen Pfeil. Ja, ich bin schon nördlich unterwegs. Wir warten hier einfach. Wenn du nördlich querfeld einfährst. Ja. Na, ich setz mich hier hinter einen Baum. Der fährt doch unterirdisch. Da kommt. Bisschen links. Bayer nimmt sich natürlich wieder meinen Baum. Such dir mal den eigenen. Heul doch. Okay. Pussy, du. Da oben ist es. Ich bin an euch vorbeigefahren. Ja. Ich hab ihn gesagt, davon. Aber ich bin ein bisschen links gefahren und dann habe ich einfach weiter Gas gegeben. Aber hier am Waldesrand. Da oben ist noch ein Wohnwagen. Go. Ich höre ein Auto. Ab ins Auto. Achso, ja, hier. Da, alle bitte einsteigen. Ich will hinten drauf mit der AK. Dann bin ich auch AK. Ich stehe im Auto. Also aus meiner Sicht. Ja, super, ich bin wieder der Letzte hinten dran. Ja. Natürlich. Der Letzte wird der Erste sein, der Tod ist wohlbemerkt. Ich glaube, ich nehme die Magnum. Der treffe ich immer recht gut. Ja, und das aber auch immer. One Shot, One Kill. Immer. Immer. Ein Schuss, ein Treffer. Er hat die einmal getroffen, ja, weißt du? Einmal macht er so und er wird's immer schaffen. Wir sind schon safe, C8. Boah, das war mit den Steinen ganz schön knapp, ne? Das war richtig knapp. Du bist da direkt die Lücke dazwischen gefahren. Respekt, ja. Junge. Skiller nennt man das. Skiller nennt man das. Haus? Welches Haus ist das? Ach, das sind hier. Das ist hier der Dings, der Truckstop. Hier ist auch ein Haus, rechts. Truckstop, da qualmt was. Da muss ein Auto stehen. Ja, kann ja sein. Könnte auch ein Fass sein. Da sind so Fässer. Ja. Okay. Ja, viele sind es ja nicht mehr, sind ja nur noch 30. Ja. Ja, 6 Fünfer Gruppen. So ungefähr. Es wird sich wieder Jump-Chicks, Farms wird sich so rum zusammenziehen. Ich glaube auch, Weil das ist gern mal so eine Zone, wo er sich zusammenzieht. Ja, wo alles frei ist halt. Alter, ich muss echt aufpassen, wenn ich da hinten schrotze, dass ich Bayer keine mitkriege. Alles easy. Bam. Ja, was denn? Du willst flippern mit den Steinen. Junge. Hast du da jetzt sehr schnell fahren können und drüber springen? 100%, also, was ist los? Ja, so wie MG von gesprungen ist mit der Kiste auch bei der Verfolgungsjagd. Aber war doch cool! Irgendwo im Osten sind Schüsse. Bumjigs oder so. Bumjigs sind die, glaube ich. Links wird geschossen. Ja, Osten. Auch AK, auch AK. Wenn das Pleasant Valley ganz schnell draußen ist, dann krepieren auch wieder viele. Ja. Ja, gut, bei 30 können nicht mehr viel krepieren. 29 noch? Ich kann mich doch erinnern, dass wir hier in der Nähe auch schon mal krepiert sind. Wir sind überall schon mal krepiert. Ja, eigentlich ja. Wir können es überall. Jetzt Gott, müssen wir nur noch beweisen, dass wir überall gewinnen können. Eieiei. Hui. Oh, Fresh. Was denn?
Alles gut. 28. Und da fahr ich schlechter, Natze. Wirklich? Ja. Ey, die Verfolgungsjagd war aber episch. Bis du gegen den Baum gefahren bist. Ja, bitte. Aber dann bist du entkommen. Durch das sind wir entkommen. Ja, wir sind entkommen. Aber auch nicht für lange. Ich bleib mal hier schon kurz stehen. Bist du eigentlich immer da unten? Wieso bleibt er eigentlich immer in der Senke stehen? Ja, das frage ich warum mich nicht? Ah, Kartoffelpilzsuppe ist weil, tot. Weil eigentlich überall, wo was herkommen kann, ja, einen ewig geilen Blick auf uns hat. Ja, ja, sollen sie haben. Ja, geil. Ist ja nur die offene Ladefläche, ne? B6, ja, ja. Wo kommt das Flugzeug? Ich suche es. Irgendwo weiter weg. Das wäre auf jeden Fall interessant weg für euch, zumindest wegen der Maske. Was? Ja, der Airdrop. Der erste Airdrop müsst ihr nehmen. Also als erster am Airdrop sein. Ja, das war, der war ewig weit weg. Den ja, haben wir nur ganz kurz gehört. Oh, hier wird geschossen. Ja, ja, ziemlich weit weg, Manni. Also ich habe keinen Bock hier in der Senke zu sitzen, wenn da irgendwo einer mit dem Sniper hockt. Da kannst das ja war keine Sniper, das war mehr Schuss. Macht auch keinen Grund, der große Unterschied. Muss mal aussteigen kurz. Ob ich aussteige oder nicht. Ja, weil ich mich heilen muss noch, sehe ich gerade. Kannst du auch im Auto, oder? Nee, geht nicht, komischerweise. Bayer muss in den Busch kacken. Drück alles raus, Bayer, was ist? Hast du ein Medikit, dass du schneller heilst? Ich habe 80%. Ich brauche jetzt nur eine Bandage, dann passt es. Zwei. Ja, ich wollte nur gefragt haben, weil ich zwei... Eine habe ich. Hab. Oh, da wurde geschossen, rechts dieses Mal. Kam auf jeden Fall näher. Ja. Oh. 60 Sekunden kommt das Gas. Cool. Pleasant ist immer noch komplett drin, ne? Das ist ein bisschen kacke. Sogar oh, mit vor Ort. Turm. Hockt da oben nicht einer am Turm drüber? Nein, nee, da hockt keiner. Es täuscht, glaube ich, nur. Sah eben so aus. Wäre aber auch eine optimale Position mit der Sniper. Ja, wenn du eine hast, auf jeden Fall. Uiuiui. War wieder schon so eine spannende Runde. Ja. Ey, wir sind noch komplett, Leute. Man glaubt es nicht. Ja, das ja du bist noch nicht tot. Du bist noch nicht tot, das wundert mich. Ja. Warte, das lässt sich ändern. Ey! Dann hat Bayer auch noch eine AK. Die Military Base, genau. Hier oben ist nämlich auch ein Turm. Die werfe ich aus dem Auto. Die steigen hier einfach mal aus. Wieso nicht? Ja. Einfach mal hoch. Leider keine Sniper. Das wäre schön. Mit der Magnum so kannst du von da oben doch auch was in der Runde. Ist doch gut, dann sehen die uns nicht so gut. Wir aber die auch nicht. Ja und? Ich find's kacke. Na, ah, den Bug gibt's nicht mehr, schade. Welchen? Ja, das, wenn man auf dem Auto steht und der Motor angeht, dass man dann stirbt. Ja, dafür klappt das aber auch mit dem Überfahren der anderen Spieler nicht so super. Ja. Na ja. Ja, gut, das hat noch nie super funktioniert. Wenn wir draußen schreien gerade die Nachbarn rum. Ja, schreit zurück. Süßes oder Saures? Ja, ne, das sind erwachsene Nachbarn. Ja und? Auch die können mit faulen Eiern schmeißen. Ja, vielleicht nicht so weit, vielleicht nicht mit so viel Elan, aber sie können. Ich habe schon überlegt, ob ich so demonstrativ in mein Fenster so einen Eierkarton reinstelle. Um das schön zurückzuwerfen. Ja, wir ja, müssen aber ein bisschen weiter südlich. Unten. Bisschen weiter südlich müssen wir ja, schon. Ja. Ja, Pleasant Valley zieht sich mittlerweile weg. Bis Rennbayer? Ja, ein bisschen. Also das ist schon mal gut. Ich glaube, in der nächsten Safe Zone ist Pleasant Valley weg. Ja, wahrscheinlich. Und wenn dann unten nur noch die Lagerhäuser oder so. Außer also das zieht sich jetzt wieder dahin, ne? Das kann natürlich auch sein. Na, ich glaube ich jetzt eher weniger. Ich würde ja grundsätzlich hergehen und vor der Mauer fahren. Vor welcher Mauer? Ja, vor der Gasmauer. Ach so, immer am Gas, meinst du? Ja. Nee, das ist Camping pur dann. Hier unter der Brücke ist Camping pur. Na super. Da wirst du nicht gesehen und da siehst du keinen. Ja. Aber du hörst jeden.
Ah, keiner rechnet hier mit dir. Außer wenn Bayer aussteigt und rumläuft. Hier erstmal Terz macht. Und am besten auch hochgeht oder schießt oder so. Ja, dann hört uns jeder. Das Duell verlierst du, glaube ich, Bayer. Egal gegen wen. Bayer schießt ja vorbei, auch wenn er eine Magnum hat. Das war nur Glück. Eieiei. Einer ist Molotov. Cocky burned to death. Cool. Bayer, wie oft steigst du noch ein und aus? Ja, nochmal. Du musst immer schön Lärm machen, weißt du doch. Dass die auch ja gleich oben, wenn einer auf der Brücke langlatscht, gleich das hört und gleich von den Seiten runterkommen kann. Ja. Und uns wegrotzt. Alle fünf auf einmal mit einer Granate. Genau. Alle fünf zusammen. Den habe ich im Molotow-Cocktail dabei. Wow. Der bringt dir dann auch nichts mehr, wenn er hier unten eine Granate. Doch, er bewirft sich selber und brennt dann wieder oder so. Das kriegt er hin. Bayer, dir wurde doch schon mal gesagt, kleine Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen. Schnauze. Vor allem heute macht einen Lärm, ey. Er ist der Einzige, der Lärm macht. Ja. Irgendwer anders trinkt hier erstmal einen schönen Schluck. Richtig schlimm mit ihm heute. Was macht Alfie da? Ich glaube, den verräumen wir gleich, ne? Alfie wichst sich ein. Schaut zumindest aus. Wo du immer hinguckst, Bayer. Oh, das schaut echt aus, schau mal hin. Ja, okay. Das schaut genauso aus. Und ich guck ihm dabei zu. Du Perversling, wieso guckst du ihm dazu? Weil ich's kann. Du Ferkel. Was für einen Schutz hat eigentlich dieser Kürbiskopf? Motorradhelm. Okay. Also gar keinen fast. Aber sieht schön aus. Ich hab einen Ersatzhelm mit. Hab ich auch. Nee, hab ich weggeschmissen. Top. So, Toxic Gas kommt. Ich weiß nicht, ob wir wirklich safe sind. Wenn nicht, fahren wir einfach hoch und wieder südlich. Ja. Wenn du Gas gibst, fährst du eher gegen die Säule. Alter, jetzt macht der aber Lärm, ey. Ja. Stell dich nicht so an. Mach ich aber. Macht hier den Motor an und macht Lärm, was fällt ihm ein? Müssten ja aber eigentlich noch safe sein. Soll sich zu uns ziehen, aber das wird sicher wieder runter zu Bumchicks gehen. Ja. Bumchick. Dann kommt das Gas. Das könnte knapp werden. Ja. Aber ich glaube, wir sind safe. Ja, das passt. Geht's ja aus, Mensch. Ja. Ja, ganz knapp. Aber echt knapp. Ist eh gleich vorbei. Gas kommt. Das Gute ist, hier sind wir auch vor Bomben geschützt. Drei. Wo ich gerade den Flieger höre. Eins, jetzt ist so Gubi vorbei. Was? Jetzt ist vorbei. Wow. Ja, ja, super. Ich dachte gerade kurz, ich habe ein Auto gehört, zieht sich nach Bumschicks. Ja, wir müssen noch ein Stück, ne? Die ganzen verrückten Fliesen werden unter der Brücke rausstehen, da erstmal fünf Typen auf der Brücke und schießen runter, ey. Ja. Einfach nur gewartet, weil Bayer so viel Lärm gemacht hat. Ja. Na, ich bin ja nicht mit dem Auto gegen den Pfeiler gefahren. Ja, du hast aber die ganze Zeit die Waffen hin und her geswitcht. Na und? Das hört man ja nicht. Doch, klar. Östlich waren Schüsse, östlich. Ja, Ost hörst du. Klar höre ich das. Osten sehe ich nicht, weil du fährst nach Osten. Ja. Immer direkt dahin, wo es Krawall gibt. Ja. Nächste Schüsse. Wobei wir jetzt einzelne Schüsse sind, können es eine Rifle sein. Wir sind hier safe an den Bäumen. Das denken sich aber das waren keine einzelnen Schüsse, das waren keine. Oh, da ist ein Airdrop. Der Airdrop ist da hinten. Wo? Da hinten, südwestlich. West-südwestlich? Ja. Südwestlich. Hä? Ah, ja, ach, da. Hier, genau hier, ja. Da ist aber schon jemand. Da ist jemand, ja. Ist da keiner im Auto? Das ist zu gefährlich hier. Das ist eine Falle. Ja. Die sitzen hier irgendwo. Definitiv. Ah, dass die das Auto da einfach so stehen lassen, ne? Ja, vielleicht denken sie, die Safe Zone ist so klein, jetzt brauchen wir eh kein Ding mehr, haben wir kein Auto, das wäre zu auffällig. Haben sie eigentlich recht, könnten wir auch unser Auto hier stehen lassen, oder? Direkt neben das Polizeiauto stellen, oder? Ja. Da hinter uns wird geschossen. Ja, das ist aber noch zu weit weg. Ja, noch. Nicht auf uns auf jeden Fall. Noch, ja. Soll ich hier aussteigen, oder was? Meinetwegen, mega. Erstmal nochmal das Gas. Warten wir die nächste Safe Zone. Den Bomber abwarten. Bomber. Passt, Bomber. Nee, das passt. Ja, fliegt vorbei.
Kein Ding, du. Wenn auch knapp, aber hat gepasst. Immer noch 23 Leute. Also keiner verreckt bei dem jetzt. Oh, Menno. Ja, es werden hauptsächlich nur Teams sein und wenn keiner aufeinander trifft, gibt's keine Toten. Ja, das... Boah. Pleasant ist halt noch halb dran, ne? Das ist halt das Problem. Ja, Pleasant fällt aber beim nächsten Mal jetzt bis auf die Lagerhallen unten weg. Vielleicht. Ja, vielleicht zieht sich das auch noch Pleasant. Ah. Ich glaube, die Lagerhalle noch gut dran. Ganz links unten. Ja, bis auf die unteren, mein Polizeirevier da. Ja, genau. Das wird noch drin sein beim nächsten Mal. Ja, ja. Polizeirevier ist ja immer sowieso heiß umkämpft. Nächste Bomber kommt. Auch wieder an uns vorbei? Ja. Ungefähr genauso knapp. Gas kommt. 22, 21, 20. Und ich habe die Schüsse nicht mal gehört. Sprich, das war weit weg. Pleasant wahrscheinlich. 19. Ja. Boah, 18, Alter. 17. Alle mit AR, AK. Übel. Ja, aber alle mit AR und AK. Ja, das sind jetzt die, die alle aus den Häusern rausrennen da hinten. Ja. Naja. Ja. Ja, die sind jetzt einfach aufgescheucht. Irgendwer hat da gewartet und dann. Bam. Ja, so ein kleines Team hat da auf jeden Fall gewartet. Noch der einer weniger. Wieder mit einer AK, wieder Dempty. Das ja. ist der Duty. Der Beauty Fury, der hat schon zwei Kills. Ist, ne? Ja. Mindestens, wenn nicht sogar vorher schon. Aber seit ich es beobachtet habe gerade. Und schon sind es nur 16. Ja. Na. Ja. Nee, 11. Was ja, 11 andere. Ja. 11 andere. Wird schon wieder hübsch spannend hier. So, nächste Safe Zone. Oh! Perfekt. Am Bumpchick vorbei. Ja, das ist aber sehr gut. Ich fahre möglichst nordwestlich, damit wir ganz am Rand sind. Ja, ja. Weil das ist sehr offene Fläche hier jetzt alles. Okay. Ja, die Frage ist, wo zieht sich zusammen? Sind die B6? Erstmal ist es egal. Was ich mich frage, ist, wo ist der Spacken von dem Polizeiauto? Das ist eine gute Frage. Eigentlich passen hier. B5 sind wir, genau, ja. Hier passt. Der Beautiful ist tot. Hier ist auf jeden Fall safe. Okay, dann lassen wir hier auch das Auto stehen. Wir lassen das Auto jetzt stehen. Okay. Mein Baum. Ja, hier sind genug Bäume für alle. Geh ganz rauf. Ich bin auch fast ganz oben. So, ich geh herunter. 14 noch, also 9 andere. Das können wir gewinnen, Jungs. Ja, einfach zusammenhalten, gut aufeinander aufgucken. Alle schön beobachten. Ihr steht da oben. Ihr steht da. Da ganz oben ist Alfie. Alfie hat so einen goldenen Fall, das ist ein bisschen kacke. Änder den mal, änder mal deine Farbe. Weil wenn du da dann so im Licht stehst, dann sieht man den Fall gar nicht. An sich nämlich gerade. Das ist da oben einer war so, hä? Das muss Alfie sein. Ich glaube, direkt von oben wird jetzt niemand mehr kommen. Das heißt, wir müssen eigentlich alle nur noch nach unten gucken. Ja, ja. Weißt du, von links kommt keiner? Aus glaube, fast Nordosten? Nordwesten wird keiner kommen. Nordosten kann das kommen. Ja, ich gucke in Südosten. Ich gucke in Süden. Ich gucke auch Südosten, so die Richtung. Ja. Also den Ostbereich. Okay, irgendwer muss Osten. Auch so südwestlich gucken, das wäre gut. Nicht, dass von hinten einer kommt. Dann haben wir eigentlich eh alles abgedeckt mit dem Gucken. Fast alles. Ja, Nordwesten muss man ja nicht gucken, da ist Gas. Ja, klar. Sag das nicht. Ja, außer da hat jemand 20 First Aid Kits ja, und Bandagen. Und schmeißt sich eins nach dem anderen rein. Ja, kann passieren. Das ist nur, wenn jetzt hier das Eck weg ist dann. Dann müssen wir halt wieder weg hier. Ja, in Gottes Namen, dann müssen wir halt die Beine in die Hand nehmen. Irgendwo kommt ein Airdrop. Ja, ich befürchte, der wird auf unserer Schneise sein, oder? Oh ja. Ein bisschen vor uns dann. Ach du Scheiße, der ist hier über uns. Ja, nicht ganz. Das passt. Ach komm, der ist in der Freifläche. Bisschen südöstlich ist der von uns. Ja, ich hab nur das Flugzeug gesehen. Ja, da werden jetzt auch gleich nochmal welche hinfahren. Die wollen sich natürlich bestimmt auch noch diese Maske holen. Wenn sie so noch nicht haben, ne? Meinst du wirklich in dem Late Game, dass sie es noch probieren? Ja. Wir wollen eher den Sieg. Seht ihr den Airdrop wirklich runterkommen? Nee. Okay. Nicht, dass der hier gleich von dem Wald reinknallt. Oh ja, der kommt auf die freie Fläche vor uns. Im Südosten. Okay. Okay, da ist genau die Sonne bei mir, deswegen sehe ich da nichts. Wir sehen auch gerade nicht.
Ja, da ist der Baum. Ja, bei ist mir genau bei der Sonne. Ist genau bei der Sonne. Nicht, jetzt guckt gleich nicht alle nach dem Erdorb. Jetzt guckt lieber auch mal nach, dass hier nicht nur irgendwo hier anderen rumtanken. Wenn wir sogar dort auf die Höhe der Felsen kommen. Ach, da, ja, da hinten kommt er. Okay. Das ist ja grob meine Richtung, das wo passt. Ich hingucke. Das passt. 13, ne? Ja. Kommt hier das Gas noch näher? Ja, jetzt, sind die, jetzt gehen die Reste von Pleasant Valley auch raus. Mhm. Oh, ja, ja, alles raus jetzt. Das ist nice auf jeden Fall. Mhm. Also alles wird hier rüber gesprengt. Hier stand ich gerade. Ich dachte schon, wo stand ich denn gerade? Wer ist denn da rechts unten? Dann geh, musst du ja sein, oder? Ja. Wo ist Natze? Ich bin, glaube ich, hier. Du bist ja ganz unten, oder? Ne, das ist MG da rechts. Ich bin in der Mitte. Ich bin er ist ein Baum weiter. Ein Baum weiter, rechts neben dir quasi. Wenn du nach Norden guckst. Ist jetzt fast. Ja, ich sehe ihn. Kommt mir direkt ins Bild geflogen. Wir sind perfekt. Wir sind ja perfekt. Ja. Vielleicht müssen wir beide ein bisschen südlicher einführen, aber sonst perfekt. Und jetzt eine Sniper. Boah, ich hab direkt einen Busch davor, das ist so kacke. Ich seh den Airdrop gar nicht richtig. Im Zweifel hat der Gegner auch einen Busch davor. Hm. Kann aus Westen noch einer kommen? Westen? Nee, da ist Gas, da ist Gas. Höchstens wenn der südlich rumläuft, ne? Dann kann er von da natürlich noch kommen. Ey, wir sind immer noch safe, oder? Ja. Ja, ja. Ja. Geil. Also vielleicht müssen wir ein bisschen besser uns positionieren, das kann sein. Aber das warten wir einfach mal ab, gucken wir mal. Ja, dafür, wenn jemand den Airdrop öffnet, dass das Gas aufhört. Na, jetzt kommt der Bomber. Bisschen spät, ne? Nee, der geht vorbei. Ja, der geht knallhart vorbei. So, da war die Detonation. Ja, und jetzt wenn, dann geht jetzt einer zum Airdrop. Mhm. Oh, da war direkt am Anfang. Meinst du wirklich, das sollte man noch machen? Glaube ich nicht. Man kann es auf jeden Fall, ne? Aber die Frage ist halt, ob der bewacht wird jetzt von irgendwem. Der wird sicherlich auf der anderen Seite des Hügels genauso bewacht, wie man wir von der Seite bewachen. Hallo, wir haben keinen direkten Blick drauf. Ja, die auch nicht wirklich. Aber trotzdem, wenn einer drüber lugt, sieht man. Normalerweise. Aus dem Osten können die jetzt eigentlich nur großteils kommen, oder? Süden auch noch, ne? Ja, südöstlich. Ja, aber die meisten werden wohl aus dem Osten kommen. Ja, direkt aus dem Süden geht ja auch. Ist nicht gesagt. Ja, südlich geht auch noch. Im Süden, ganz unten am Waldrand, sitzt ja einer von unseren. Ach so, gut. MG, oder? Ja, aber ich habe vorhin gesagt, ich guck südöstlich. Ja, ich deck mich mit dem Baum südlich. Bei mir sitzt du südwestlich. Unten sitzt einer am Baum. In so einer... Oh, am Baum halt. Ich steh mal auf. Ja, bist du. Ja, ich guck aber südöstlich. Das habe ich aber guckst von südöstlich, vorne, aber du sitzt total weit hinter mir. Also vor mir sitzt du ganz weit. Ja. Soll ich südlich gucken? Nein, sagt dir das? Ich guck südwestlich. Ja, okay, dann mach das. Ich südöstlich. Ich gucke einfach irgendwo hin und hoffe, dass kein Gegner kommt. Ja, beten und hoffen. So, wie sieht das bei mir mit Molly aus? Habe ich auf Taste 3 liegen, okay. Oh, so einen könnte ich auch, glaube ich, noch haben. Ja, das eine Mal war doch gar nicht schlecht mit dem Typ, der sich hinter dem Baum verschatzt hat. Erstmal Molly hingeschmissen, dann ist er brennt weggelaufen. Oh, Molly habe ich in der Runde gar keinen. Safe sagen wir kleiner. Oder. Na, aber wir sollten safe sein. Normal schon. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen besser platzieren hier, Ivy und ich besonders. Mhm. Dass wir zu euch runterkommen, ja, quasi Ivy, da. Aua, da ist einer! Ivy, was soll denn das? Ich schieß nicht. Oh. Ich hab ihn. Einen hab ich. Ah, ich dachte, das wäre Ivy, weil die auch so ein scheiß Kürbiskopf. Nee. Ivy ist auch tot. Ich bin tot. Wo waren die? Einer ist noch am Baum, wo Ivy war. Nordost. Fuck, jetzt bin ich entdeckt. Ich seh ihn. Der ist im Busch. Irgendwas schießt auch noch südlich. Schießt einer von euch da? Der ist noch immer bei mir beim Baum. Ja, ich seh ihn. Oh, ich bin tot. Sniper. Was war denn das? Sniper war das. Ah, oh, super. Boah, da kommt ein Auto. Warsch mich! Wow! Crash. Aus links von dir kommt einer rübergelaufen, quer. Okay. Fuck!
Wie läuft kam denn der jetzt gleich an links am Baum vorbei? Der hat noch 67. Ja, die schießen sich gegenseitig ab. Links von dir direkt, der kommt jetzt rum. Nein, ich treffe ihn nicht. Er hat überlebt. Naja, okay. Also ich habe ihn schon getroffen, aber nicht so. Dritter geworden, wenn es euch gefallen hat, schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.